Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ready, aim, fire. So, das letzte Mal ist ja alles auseinandergefallen. Wir waren zum Schluss in so einem Helikopter. Und der ist dann aber auch abgestürzt. Wer hätte es erwartet? Ich. Und ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Ich glaube, oder wollten. Ich glaube, die Alte hier, die so grimmig war, das letzte Mal, die wollte so ein Boot reparieren. Und warum die jetzt aber schon vorgegangen sind, das frage ich mich. Machen kaputt! Wahrscheinlich werdet ihr die Folge erst Dienstag oder Donnerstag sehen. Also jetzt ist Freitag, ich nehme die Folge jetzt gerade auf. Jetzt ist Samstag schon. Und die jetzt Samstag noch rauszubringen alle. Ich muss noch ein paar Folgen aufnehmen, das wäre gelogen, wenn ich sage, ich bringe die jetzt noch raus. Oder ich schaffe das noch. Und deswegen wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen. Weil gestern wollte ich eigentlich die Folgen aufnehmen. Da kam dann auch mal was dazwischen. Da mussten wir noch ein paar Leuten helfen. Ja, und gerade habe ich noch The Forest gespielt. Das wolltet ihr sehen. Das heißt, eigentlich wollten die meisten von euch Arma sehen, aber das ging ja nicht so koscher zu. Und wir haben Zuwachs bekommen. Es gibt zwei neue Abonnenten. Zwei neue Mitbewohner. Und zwar sind das, jetzt muss ich ablesen, Feli Mick. Oh Mann, shit! Was geht denn jetzt hier schon wieder ab? Sterb, Junge! Oh, ich bin schon wieder am Abkacken hier. Das ist unfassbar. Stirb! So, nochmal. Wir haben zwei neue Abonnenten. Feli, Mick. Und dann einmal Blob, Top, Bob. Willkommen zu Hause. Und ich hoffe, euch gefällt's hier. Habt schon das Popcorn bereitgelegt. Was ich auch noch schon mal erwähnt habe auf Facebook und auf meiner Homepage. Dass ja eine Lieferung aus Amerika kommt. Beziehungsweise, das war eigentlich gar nicht Amerika, das war Großbritannien, da war das gefertigt. Und zwar geht es um die Oculus Rift. Die wurde verschifft und ist momentan auf dem Weg hierher. Die ist jetzt, glaube ich, sogar schon in Langenhagen. Also ein paar Kilometer nur noch weg. Da war sie zumindest laut UPS heute Morgen. Müsste dann jeden Moment hier eintreffen. Und ich freue mich so unfassbar auf dieses Teil. Das ist so geil. Ich habe da ewig drauf gewartet. Ich habe da schon 2012, war es ja glaube ich, oder 2013 am Anfang, als sie es angekündigt haben, dass sie so ein Ding bauen. Da war ich schon total fasziniert. Wollte mir dann eigentlich das DK1, also Development Kit 1 kaufen, die erste Version. Aber die hat ja auch 300 Euro, also genauso viel gekostet wie die jetzt, oder 350. Genauso viel wie das Development Kit 2. Und hatte aber noch so eine schlechte Auflösung und da hat man wohl die ganzen... Ah, Mann, Mann, Mann! Und da hat man wohl die ganzen Pixel und so alles gesehen. Oh, das gibt's doch nicht! Oh, jetzt starte ich nochmal hier, okay. Auf jeden Fall hat man da wohl die ganzen Pixel und so gesehen, weil die noch so eine kleinere Auflösung hatte. Und deswegen dachte ich mir, komm, da hatten die auch schon das DK2, Development Kit 2 angekündigt. Und ich dachte mir, komm, wartest du da drauf und kaufst dir das dann, wenn das dann ein bisschen ausgereifter ist, das Ganze. Ja, dann kam das DK2 raus und ich habe es aber relativ spät bestellt. Ich weiß gar nicht, wann ich das überhaupt gemacht habe. Ich glaube, das war im Juli sogar noch oder Ende Juni. Auf jeden Fall recht spät, weil die Bestellung ging ja schon viel, viel früher los. Wow! Oh Mann, das gibt's doch nicht! Ey, das willst du mir doch nicht erzählen, dass die mich zweimal mit drei Schüssen abschießen. Sowas hasse ich ja, ey. Das ist doch kein Taktik-Shooter oder was? Wo waren die Typen denn jetzt? War das hier oben? Ja, das war hier oben, oder? Warte mal, pass mal auf, jetzt mach ich mal einen auf Stealth. Nein, hab ich nicht gesehen, jetzt sterb! Wieder zwei weniger auf dieser Scheißinsel, ey. Die mich nerven. Ja, komm. Nein. Ah, nicht den Hund jetzt ausnehmen. Wo ist der Typ? Hallo? Da ist er doch. Stirb, Junge, stirb. So, lecker Pilze.
Schön aufs Brot. Schöne Rotkappenpilze in meine Rotkappensammlung. Und dann aufs Brot an die Arbeit morgen. Oh, lecker. Jetzt erstmal wieder durch verwinkelte Höhlen. Ich glaube, die recyceln das jedes Mal irgendwie. Jedes Mal so eine scheiß Höhle. Kein Bock mehr auf die scheiß Höhlen. Was müsst ihr denn jetzt hier machen? Ups. Alter, das ist eine Kuh. Nee, bitte, das ist ein Hirsch. Alter, wo sind die Hunde? Lass die Hunde frei! Die Outsiderin ist wieder da! Hä? Was ist das denn? Da unten sind die drin, oder was? Hä? Was müssen wir jetzt machen? Ich mach einfach mal so. Nein, falsche Taste. Nehmen wir die. Bains! So, jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Wir müssen nämlich da dran springen. Scheiße! Das muss natürlich wieder getimt sein. Er hat's erwartet. Alle. So, pass auf, jetzt nochmal die Kuh ziehen. Dong. Und jetzt direkt rein. Direkt ist gut. So, scheiße. Grad noch so. Passiert jetzt hier endlich mal was? Können wir hier die Glocken läuten? Bing. Bing. Bang ist gut. Wie kann man das denn eher anbrennen? Ging da auch irgendwie. Nein, nicht so. Zum Einzünden. Lalalala, schönes, leckeres Bergungsgut. Auch aufs Brot, lecker. So, das zünden wir auch an. Zzt. Ja, und auf jeden Fall kommt die dann. Also, bei UPS stand, sie kommt Montag an, aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sie heute ankommt. Und ich glaube, dann werde ich auch auf jeden Fall noch ein Let's Play dazu machen. Direkt heute im Anschluss. Wenn die denn dann irgendwann ankommt. Weil die ist richtig geil. Ich wollte es schon immer mal ausprobieren, ey. Oculus Rift. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Das ist halt so ein Gerät. Virtual Reality Headset. Also virtuelle Realität. Ist halt so eine Brille. Setze die auf. Hast dann zwei so Bildschirme, sag ich mal, drinne. Also es sind ja wirklich Bildschirme. Die sind doch drinnen in 3D und dann fühlt sich das Spiel halt so an, als wenn du wirklich, wirklich da drinnen bist. Und mittlerweile haben sie es auch so gemacht, dass sie dort sogar Head-Tracking mit eingebaut haben. Also du hast vorne eine Kamera und wenn du dich so bewegst im Raum, dann nimmt die Kamera das komplett auf durch die Brille. Und du kannst dich dann halt auch im Spiel so bewegen, wie du dich hier in echt bewegst. Und dann das vermittelt halt so ein Gefühl, als wenn du richtig drinnen bist im Spiel. Und das ist wirklich richtig geil. Vor allem, das Coole ist ja, ich spiele ja immer gerne Horrorspiele. Und ich habe mir auch schon bei Amnesia in die Hose geschissen, sage ich mal. Also, es war wirklich so. Hat der Kackstift gemalt. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Gute Aussage. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Ich komm dann. Irgendwann. Komm ich dann nach. Das hätte ich auch gesagt. Weil die schicken uns jedes Mal irgendwo hin, gell? Und jetzt sollen wir schon wieder irgendeine Quatsch machen wie die. Können die sich mal alleine? Das ist unfassbar, was die Leute hier von einem wollen. Was müssen die jetzt machen? Da hinten runter wahrscheinlich, oder? Runter, haben sie ja gesagt. Also geht's ab in die Tiefe. Lass doch mal los, Mensch, Mädel. So. Wo war ich denn jetzt gerade? Mit zwei Linsen. Achso, und dann mit diesem Head-Tracking Dingsgeschiss mit der Kamera und so. Das ist wirklich richtig nice. Vor allem, da gibt es dann auch noch solche Razer. Wie heißen denn die Dinger? Solche. Also Razer, die Marke kennt ihr ja. Und die haben solche. Wie heißt denn die? Nach irgendeiner Schlange sind die benannt Pythons oder so? Also hier Python. Oder irgendwie. Auf jeden Fall sind das so zwei Controller. Die nimmt man in beide Hände und dann hast du dort verschiedene Knöpfe für jeden Finger halt. Auch für den Daumen hier so zum. So ein Analogstick. Und dann kannst du halt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Surgeon Simulator, wo man hier Doktor spielen kann und die Operation immer vornimmt. Das kann man dann zum Beispiel mit beiden Händen machen. Das ist richtig geil. Und wenn du dann noch die Oculus Rift aufhast, dann spritzt dir quasi das Blut direkt ins Gesicht.
Das wollten wir doch alle schon mal haben. Das hat sich jeder gewünscht. 2013 hat sich jemand gedacht, als das Surgeon Simulator rauskam, Mensch, wenn mir jetzt noch direkt das Blut ins Gesicht spritzt, das wäre doch was. Erfinde ich mal so ein Ding. Tja, und jetzt haben wir die Kacke. Das dauert jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich erzähle noch ein bisschen. Transportgondel. Gundula Gondel. Gundula Gause. Was wird denn hier alles transportiert, Mensch? Ah, so lange ist doch nicht. Bist du da? Alex im Nebel. Gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich. Silent Hill! Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Also was machen wir jetzt mit dem Kloster? Sprengen wir das in die Luft? So à la Call of Juarez mit Dynamit geht ja, wie wir wissen, alles. Und vor allem mit Bergungsgut. Hast du Bergungsgut, kannst du dir Dynamit kaufen. Hast du Dynamit, kannst du alles in die Luft sprengen. So geht's im Leben. Hast du Geld, kannst du dir alles kaufen, wenn du alles hast. Ey, dann bist du auch nicht glücklich. Verdammt, nein! Tja, und jetzt? Und jetzt hier weiter, pass auf. Das Ding fängt bestimmt gleich an, hier so runter zu rollen. In 3, 2, 1. Die wollen da jetzt nicht ernsthaft das wieder rüberspringen. Ah nein, ha, wir haben doch hier so einen Pfeiler, warum auch immer. Genau hier an diesem Teil so ein Pfeiler, so ein Flock ist, obwohl der ist ja aus, der ist aus Eisen. Ich glaube, das können wir da nicht so einfach dran heften. Aber wir sind ja nicht umsonst Lara Croft. Zack. Wir stemmen den Pfeil natürlich auch einfach in so einen Eisenflock da rein. Ah, ist auch ganz logisch. Warum auch nicht? Wir haben jetzt schon so viel gemacht. So viel Muskeln aufgebaut bei dem ganzen Klaratatsch. Da können wir das auch in so ein Eisenteil da reinstemmen. Und warum geht die Kamera jetzt da so links hin? Ich ahne ja schon wieder Schreckliches, dass da gleich irgendwas passiert. Vor allem soll das ein Boot sein? Alter, die haben versucht hier ein Boot da hochzuschleppen. Es ist zu ruhig. Warum? Alter, vor allem. Ich meine, Transportgondel, gut und schön, aber ich glaube, die haben es ein bisschen, die haben sich das anders vorgestellt. Die schleppen die einfach mal das Boot da hoch, gell? Wer macht denn sowas? Sowas kann es auch nur in Spielen geben. Nichtsdestotrotz bekommen wir jetzt Besuch von unseren guten Kameraden, Freunden, Sauffreunden, Saufbrüdern, Piratengelagere, Matrosen, Backen. Ah, Alter, ist da gerade ein Stück Bauch weggeflogen. Das ist Dynamit, ich hab's gesagt. Ich bin schon wieder Dynamit. Du willst auch noch was abbekommen? Na komm her. Hä? Nein! Ah! Was war das? Ja, komm! Das ist Dixi-Klo oder was? Ich glaube, das war mal das Dixi-Klo. Oh, jetzt lass mich doch in Ruhe mit eurem scheiß Dynamit, Alter. Ich hab auch kein Dynamit. Oh? Dynamit? Nein, ich hab auch kein Dynamit. Oh. Wo wirft er denn hin, ey? Kann ich ziehen? Das ist schon besoffen. Oh, noch mehr Gegner, jawohl. Wenn ja, ich Call of Duty spielen will, dann gehe ich auf Steam und klicke auf Call of Duty. Ich glaube, ich habe das falsche Spiel angewählt. Das war das Tomb Raider Fiesboot Addon. Yes. So. Oh, wie viele kommen denn hier noch? Ja, komm. Versuch's nochmal. Spacko, ey. Er feuert sich wieder
wieder direkt selber an. Das sind ein paar Kunden. Geh trotzdem mal hier vor. Hallo. Oh, Scheiße. Die kommt immer noch. Oh oh. Es war so klar. Es war einfach so klar. In jeder Folge passiert sowas. Pass auf, gleich hält sie sich wieder irgendwo an so einem letzten Ding. Siehst du, ich hab's gesagt. Hält sie sich wieder an so einem letzten Ding da fest, gell? Ah. Danke dafür. Hä? Geht's jetzt runter hoch, Mann? So. Hä? Jetzt? Nach unten? Nach rechts? Oder was jetzt? Hä, wir können doch da. Achso, nee, warte mal, wir können ja springen. Wir können ja nach oben springen. So, boah, siehst du, ging sogar. So, hier noch ein bisschen hoch und da noch ein bisschen rein. Halt still, Mädchen! Da ist er doch, der Typ. Das macht Spaß, das hält jung. Das macht fit. Na klar. Und wieder am letzten Ding. Siehst du, pass auf. Jetzt fällt es noch ein Stück runter. Oh! Oh. Yay! Umschalt, um runterzusteigen. Oh. Juhu! Ey, das macht Spaß! Yay! Und jetzt rutscht sie wieder ein bisschen. Und, oh, Scheiße! Oh! Oh. Und loslassen und wieder rutschen. Yay! Heide Park incoming! Juhu! Platsch! Das hat Spaß gemacht. Nochmal! Nochmal von oben! Wir gehen nochmal mit der Gondel hoch. Kostet nur 2,50 Eintritt. Lalalala. Dein Name hier hoch. Die anderen hatten sich ja jetzt wieder einen Wet Look. Die anderen hätten sich ja einen leichteren Weg gefunden. Die sind bestimmt einfach nur mit der Gondel bis ganz runtergefahren. Aber nein, wir müssen ja wieder Zwischenstopps machen. Aber die hatten bestimmt nicht so einen geilen Ausblick wie wir hier. Guck, wunderbar. Die haben sich bestimmt schon ein Boot gebaut. Obwohl, das ist bestimmt das Boot, was sie sich gebaut haben. Die hatten ja jetzt so viel Zeit Vorsprung schon wieder. Oder das da hinten, das sieht auch schön aus. Guck. Von der Wasserwacht. Ich muss erstmal gucken, wie viel Zeit ich jetzt hier schon wieder verplempert habe. 23 Minuten. Ihr wisst, was das heißt. 23 Minuten ist die perfekte Zeit, um ein Folgenende zu machen. Und das tue ich jetzt auch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt doch eine Like, abonniert und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao! Bin ich diese Art von Croft? Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Tötet sie alle!